Die private Energieberatung ist umfangreich geworden die letzten Jahre. Es gibt einen Heiselbauer an, bereits in der Planung sitzen wir mit den Heiselbauern zusammen. Wir haben das Haus am besten in die Sonne stellt, wenn man so schön sagt. Geht noch an wöchentliche Baustoffe, will man ökologisch bauen, will man Ziegelbauweise, nachher die Wärmedämmung, was muss man erfüllen oder welchen Dämmstandard braucht man, um die Bautechnikverordnung zu erfüllen, was muss man da, um die Wohnbauförderung zu kriegen, welche Heizung ist für mich am besten, eine Photovoltaikanlage oder vielleicht sogar eine Stromspeicheranlage oder eventuell kombinierbar mit einem Elektroauto. Nachher ist genauso die Sanierung, wo dasselbe ist, wo wir auch einen Energieausweis machen. Derzeit bei der Heiselbauer ist natürlich nach wie vor die Wärmepumpe eines der Hauptthemen in Kombination mit der Photovoltaikanlage und Speicher. Das ist auch immer wieder ein Riesenthema in der Sanierung. Bei der Heizung ist die Elektroheizung natürlich die Infrarotheizung, was sehr stark am Markt drängt. Und genauso die Wärmepumpen im Zuge mit der thermischen Sanierung, was auch durchaus Sinn macht. Wenn ihr jetzt eine Energieberatung möchtet, wie komme ich am gescheitsten zu euch? Am besten ist mit der Service-Hotline bei uns melden oder über die Homepage direkt an die Salzburg AG Energieberatung.